Kleines Ding, du. Na, Süße, hm? Wie sieht's aus? Ja, das Gute ist, sie kann nicht singen. Nein, Scherz, natürlich. Aber wir werden sie gleich in der Sendung natürlich wieder live haben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Aber wir haben eine mindestens genauso hübsche Co-Moderatorin die ganze Woche über. Und zwar Janine. Genau, und Janine hat bei You Can Make It Always mitgemacht und gewonnen. Und bist nervös? Als was schon. Keine Angst, du bist ja mit dem nettesten Moderator heute unterwegs. Deswegen wuppen wir jetzt die Sendung und dann schauen wir mal. Okay, bis gleich mit Blümchen. Es gibt viele Künstlerinnen und Sängerinnen in Deutschland. Nur eine mag ich wirklich und sie ist heute hier und sieht wieder fantastisch aus. Hier ist Blümchen! Das war ja richtig nett. Herzlichen Glückwunsch, danke schön. Freut mich sehr. Ich komme wahrscheinlich. Ja. Warte, wir nehmen Olli mit. Du musst in die Mitte leider. Olli. Fällt mir fast das Mikrofon vom Ohr. Vorsicht. Jasmin, schön, dass du da bist. Ja. Ich schön, dass du doch noch kommen konntest. Du warst ja krank. Das ist richtig. Ich habe auch gestern. Eigentlich überlegt, dass ich in Hamburg bleiben will, noch ein, zwei Tage, Nein. um das richtig auszukurieren. Aber ich habe gedacht, ich kann euch hier nicht lassen. Ganz genau. Und die Anrufe von Olli haben mein Übriges getan. Meine Mailbox war voll und ich dachte, es muss aufhören. Und konntest du dich wenigstens richtig auskurieren? Dann ja wohl nicht so richtig doll. Ich war schon mal krank und da hätte ich es auskurieren können, da war es noch nicht so schlimm. Aber dann fing die Popcom an und ich wollte natürlich nach Köln, ich wollte mit dabei sein und ich habe drei Tage und Nächte Gas gegeben. Ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, ich war überall und hätte das auch nicht missen wollen. Und dann in Hamburg habe ich mich dann noch von Freunden einladen lassen zu einer Kinopremiere. Und dann merkte ich noch, oh, mir ist so kalt. Und dann hatte ich richtigen Schüttelfrost. Und dann bin ich mit 38,5 Fieber aufgewacht. Das Problem war, ich hatte dann noch meine Kochsendung an diesem Tag. Im Internet. Die Produktion sollte da irgendwie stattfinden. Und alle waren da. Und dann konnte ich das natürlich auch nicht verpassen lassen. Und dann war es endgültig aus. Und ich hatte so dicke Mandeln. Mit ganz viel Eiter und. und kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen darüber? Was für ein Eiter? War es eher so ein Gelb-Eiter? Nein, das war schon ernsthaft. Also ich musste ganz viel Penicillin schlucken und gurgeln mit einer Lösung, die meinen ganzen Mund taub gemacht hat. Erzähl uns doch lieber mal was über deine Internet-Kochsendung. Okay. ja, also ich bin dann aus dem Bett irgendwie aufgestanden und alles, was ich nicht hatte, war Appetit. Und ich musste natürlich das, was ich hier gekocht habe, auch probieren. Zu Gast waren bei mir diesmal Nadine Demel und Nils. Ist das jetzt die Freundin von Christian Wunderlich? Ja, und die sehr erfolgreiche Schauspielerin aus Gute Zeit, Schlechte Zeiten, deswegen. Die jetzt neue Wege einschlägt und das war sehr nett. Wir haben Wir haben vier Sendungen produziert und es geht darum, dass Kochen gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Und ich bin auch nicht die beste Köchin der Welt, aber einfache Gerichte zaubern wir da, überwiegend vegetarisch, weil ich kein Fleisch esse. Und und dann natürlich mit viel Talk und sowas alles. Und das geht unter www.ei-vision.de. Sehr schön. I-E-I? Mhm. -vision.de. Und ich hatte schon Helmut Zerlett als Gast und die Guido und viele nette Leute. Kannst ja auch mal kommen und du auch. Danke. Und jetzt bringst du deine neue Single raus? Genau. Die Welt gehört die mir. Die Welt gehört mir. Beschreibst du damit vielleicht auch das Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst? Oder hast du dann das Gefühl, dass die Welt dir gehört? Nee, dann habe ich irgendwie ein anderes Gefühl. Also, was denn für ein Gefühl? Dann bin ich aufgeregt und denke irgendwie, hier geht bestimmt heute alles schief. Und dann werde ich immer ruhiger, je besser es funktioniert. Aber man darf sich nie zu sicher sein, weil dann garantiert irgendwas schief geht. Ja, aber es geht um das Freiheitsgefühl, das man erringt, unter anderem, wenn man den Führerschein macht. Genau, darüber sprechen wir gleich noch. Okay. Wir haben nämlich einen Anrufer in der Leitung. Hallo. Hallo. Hi. Hier ist der Stefan. Ich hätte gerne eine Frage an Blümchen gestellt. Ey, deswegen bist du da. Und zwar, hast du schon über die Zeit nach deiner bis jetzt sehr erfolgreichen Musikkarriere nachgedacht?
Ja, also ich sehe mich ja erst am Anfang von allem. Ich habe jetzt ein paar Jahre lernen können und denke, dass es jetzt noch viele Aufgaben gibt und dass es noch weitergeht. Also ich interessiere mich sehr für Regie, für, ich denke, auch ein paar Bereiche vor der Kamera noch, die interessant sein könnten. Ich möchte musikalisch noch einiges ausprobieren und ja, das wird mich noch eine Weile irgendwie beschäftigen. Ja, Stefan. Ich muss ja weiter Musik machen. Was sollte denn dann... Wieso musst? Ja, was solltest du denn dann machen, wenn ich nicht jedes in deine Sendung komme? Das stimmt allerdings, aber es zwingt dich doch keiner. Nein, sicherlich nicht. Doch mein eigener Wille, mein Ehrgeiz. Ja, aber Stefan, Hardcore-Blümchen-Fan? Ja, es geht, oh, ja. Hast du schon die neue Single? Nee, noch nicht. Dann jetzt hast du sie. Jetzt. Gut. Ganz genau. Danke. Okay. So, und ja, wir sehen jetzt auch gleich den Clip von Blümchen. Die Welt gehört mir für euch. Wir sind zurück. Ja. Und leider. Leider können wir jetzt nicht darüber reden, worüber wir eben gerade geredet haben. Nein. Aber egal. Aber Jasmin ist hier bei uns auf der Couch und wir haben eine E-Mail. Ist das eine neue Couch, oder? Nee, also ja, kannst ruhig hier bleiben. Er ist verkabelt. Okay, dann mach du das. Ja, okay. Martin. Hey, alle im Interaktivstudio. Frag doch mal Jasmin, ob sie mittlerweile genervt und im Rummel ist. Und was sie machen würde, wenn das nicht mit der Musik nicht mehr klappen würde. Okay, ja, viele Grüße an Jasmin und den verliebten Olli. Und an Janine, du bist echt cool. Kati. Ja, die zweite Frage, davon haben wir ja eben schon beantwortet mit dem Radio, mit dem Anrufer. Ich, es gibt sicherlich Zeiten, wo Rummel absolut anstrengend ist und wo man sich irgendwie... sich zurücksehen in sein kleines Zimmer. Aber jetzt war ich zum Beispiel 4 Tage in meinem Zimmer eingesperrt und wurde gepflegt und ich wollte einfach nur raus. Also es ist schön, unterwegs zu sein. Es ist schön, auch seine Fans zu treffen. Es gibt viele Nette unter euch. Gibt natürlich auch manchmal komische Erfahrungen, aber das steckt man dann so weg. Also man darf auf jeden Fall sich von schlechten Erfahrungen nicht abhalten lassen, anderen Leuten trotzdem noch offen zu begegnen, weil die können ja dann nichts dafür. Aber ist denn nicht jetzt auch schön, wenn du jetzt immer auf Tour bist? Du warst ja letztes Jahr in Amerika. Ja, da war ich ja privat. Das hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das war wirklich ein Ausflug, mal draußen sein, einfach nur ich selbst sein. Es ging dabei nicht um das, was ich hier tagtäglich mache, sondern um meine Person. Wenn ich durch die Straßen gegangen bin und jemand hat mich irgendwie angelacht, dann einfach nur, weil er Lust hatte, mit mir zu flirten und nicht wegen etwas anderem, weil er irgendwie dachte, er hat mich jetzt erkannt oder sowas. Aber trotzdem ist es doch bestimmt auch sehr angenehm, dann mal zu Hause zu sein. Und wenn es halt nur... so ein paar Tage sind. Aber das war ja jetzt auch eine Frage nach dem Rummel. Und ich mag eigentlich Rummel ganz gerne. Also ich mag es, wenn viel los ist und wenn Leute sich freuen und wenn viel passiert. Und das ist ja zum Beispiel auf der Popcom jetzt so gewesen. Ich meine, mehr Rummel gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Das ist wohl wahr. Wir haben auch Faxe. Oder? Genau. Eine Frage hier auf jeden Fall. Du kommst ja aus Hamburg und hier möchte jemand ganz gerne mal wissen, was du so in Hamburg in deiner Freizeit machst und wo du so abends hingehst. Was ich ganz toll finde, ist Kanufahren auf der Alster. Das macht sehr viel Spaß, in so einer kleinen Jolle irgendwie unterwegs sein. Ich habe ein Kickboard, mit dem ich unterwegs bin. Dann Freundinnen, mit denen ich gerne irgendwie was unternehme. Ich gehe gerne ins Kino und essen. Und ja, die übrige Zeit... Ja, das ist eigentlich schon. Ja. Ich gehe abends nicht wirklich weg. Also es gibt vielleicht mal ein paar Freunde, die mich mitschleppen in eine Bar oder in einen Club, aber ich gehe da eigentlich nicht freiwillig hin. Es apropos Bar oder Club, ist mir eben schon aufgefallen, was sind das hier eigentlich für abgefahrene Bänder? Ich krieg die nicht mehr los. Es ist ein Übrigbleibsel von gestern Abend und ich werde das einfach nicht mehr los. Wo warst du gestern Abend? Erzähl doch mal. Kann ich schon nicht erzählen, aber Olli kennt diese Bänder. Ich habe ja Olli da kennengelernt. Ich kenne ihn ja nicht durch Viva, sondern durch diese... Aber wir haben noch einen. Aber du konntest mich kaum erkennen, weil ich eine Ledermaske auf hatte. Eben. Und er wollte dann dauern, dass ich ihm irgendwas im Mund stecke. Wir haben noch einen Anrufer in der Leitung. Hallo. Hallo, hier ist Jennifer aus Düsseldorf. Hallo, Jennifer. Und ich wollte von dir wissen, Blümchen... Was würdest du in deinem Leben verändern, wenn du die Zeit zurückbringen könntest? Oh, ich antworte genauso langweilig wie andere wahrscheinlich auch gar nichts. Das
ist alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und ich habe da zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, mich zu entscheiden. Und ich habe mich entschieden. Und ich würde es wahnsinnig schade finden, wenn ich das jetzt alles rückgängig machen wollen würde. Das wäre sehr schade für mich. Also dann würde ja bedeuten, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich unglücklich bin. Und das bin ich definitiv nicht. Also ich fühle mich ganz wohl mit allem. Es gibt viele Sachen, die ich noch vorhabe. Ich habe zum Beispiel noch nicht mein Abitur hinbekommen aufgrund der Zeit. Das möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. Und, bist du nicht alleine? Ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich tun möchte. Und es gibt so ein paar Sachen, für die ich gerne mehr Zeit hätte zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie mehr Zeit hätte zum Reisen, wäre das toll. Ich verreise unheimlich gerne. Wohin zum Beispiel? Gibt es ein Land, ja, wo du immerhin wieder möchtest? Also Australien möchte ich unbedingt kennenlernen, für 1, 2, 3, 4 Monate vielleicht, ja, unterwegs sein. So mit Rucksack, das finde ich total schön. Also so lernt man Land und Leute am besten kennen. Man ist offen und es gibt überall nette Leute. Und es gibt, weiß nicht, es gibt einem so viel Reichtum, diese Erfahrungen, ja, zu machen. Lange Antwort, Jennifer. Richtig. Ja. Du bekommst natürlich auch die neue Blümchen-CD. Viel Spaß damit. Blümchen, könnt ihr mir vielleicht von jedem von euch noch extra eine Autogrammkarte zuschicken? Das kriegen wir wohl hin. Ich weiß nicht, ob Blümchen Problem welche mit hat. Natürlich habe ich natürlich welche mit. Dann kriegen wir das auf hin. Auf jeden Fall. Okay. Oder das Hochzeitsfoto von uns unterschrieben. Als Verheiratete grüßen. Ja, genau. Jasmin Pochert, oder wie? Pocher, nur Pocher. Ach, Pocher. Ich würde mich extra in Bäumchen umbenennen. Aber ist ja auch egal. Ist eigentlich nicht Oliver? Witzig, ja, jetzt lachen sie alle. Kannst du jemanden grüßen? Na, aber ganz schnell. Okay, dann grüße ich Oka, Bekab, Julia, Amelie, Carina, Alisa, Oka, Nina, Bekab, Nathalie, Sarah, Christine, Daniela, Katharina, Cosima. Die sind dir gerade eben nochmal schnell eingefallen, das ist gut. Dann haben wir die auch gegrüßt. Okay. Tschüss. Ciao, tschüss. Jennifer. Ja. Jasmin, bald gehst du auch auf Tour, habe ich gesehen. Im Januar aber erst, das ist noch eine Weile. Aber Cannes gibt's, glaube ich, schon, ne? Vorverkauf hat jetzt angefangen. Da bist du besser informiert als ich. Naja, jedenfalls, du wirst ja auch mal einiges live da wieder performen. Und deswegen hast du natürlich auch wieder Tänzer mitgebracht. Ganz genau. Richtig. Du gibst uns jetzt einen kleinen Vorgeschmack. Ja. Damit alle zu deiner Tour kommen. Ja. Und ja, trotz Krankheit wirst du das wieder perfekt meistern. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, wahrscheinlich viel besser, weil ich ja noch unter Penicillin stehe. Ja, noch vollkommen unter Drogen. Okay, genau. Aber für euch gibt es jetzt erstmal den Clip von Blümchen, Ist deine Liebe echt? Viel Spaß dabei. Deine Liebe echt. Wie angekündigt, stehen jetzt schon ihre Tänzerinnen bereit auf der Bühne. Also Tänzer, habe ich ihm Tänzerin gesagt. Hübsche Männer. Ja. Aus wirklich. Hamburg, Osnabrück, wie ich gerade hörte. Du hast mich also schon gleich wieder Hannover, hier. Hannover, Entschuldigung. Ja, Hannover, Heimatstadt. Mann. Okay. Ist auch egal. Wir sehen jetzt. Genau, wir Blümchen. Wollen jetzt mal Blümchen sehen mit ihrem, ja, neuen Song. Genau. Die Welt gehört mir. Viel Spaß.
das ist Olli. Ich wollte auch immer das B-Boy-Casting irgendwie haben. Aber hier, das muss ich mal kurz gucken. Hier. Oh. Hast du gesehen, dass er an deinem Schmuckkästchen rumgewühlt hat? Aber egal. Ja, das war Blümchen mit den, ich sag's immer wieder gerne, AP, Glanz, All-Star, Dancer, Hip-Hop, Mega, Hooray, Partners. Und da wollte ich auch schon immer mal mitmachen, aber ich habe mich zu hektisch bewegt. Danke, Blümchen, dass du da warst. Dankeschön. Viel Erfolg für deine Kochsendung, vielleicht demnächst als Gast. Und nochmal Applaus für Blümchen. Und wir machen ein bisschen Werbung. Bis gleich. Vergessen, ich möchte mich beim ganzen Viva-Team bedanken, dass sie mir die Möglichkeit geben, das zu wiederholen. Mandy Labitzke von meinem Fanclub hat heute Geburtstag. Happy Birthday, mein Liebchen. Und jetzt muss ich auch schon weg. Weitermachen. Ja, Applaus nochmal für Blümchen. Wow. Die Welt gehört mir. Ich trinke ein Bier. Gleich ist es schon vier. Und ich bleibe hier. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Alles klar. Gut, dass du es noch mal gesagt hast. Ja, Janine. Ja. Das war jetzt dein erster Gast und gleich Blümchen, ja, die Koryphäe des deutschen Gesangs. Ja. Und? Sehr locker, entspannt. Ja. Deswegen war es auch ziemlich locker. Hat dir ganz gut gefallen. Ja. Ihr habt gesehen, ich habe mich extra ein bisschen rausgehalten und so, damit Janine das ganz mal machen genau kann. Und das hast du sehr schön gemacht und wir werden das auch weiterhin so handhaben. Ja.